Okay, herzlich willkommen, Geschwister, zu mir auch nochmal einen gesegneten Sabbat. Es freut mich sehr, bei euch zu sein. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ihr habt es so schön hier. Also vielen Dank. Das ist auch ein großer Segen für mich. Und es freut mich, dass wir hier zusammenkommen, um dieses wichtige Thema Gerechtigkeit aus Glauben zu studieren. Ich habe ja gestern schon mein Zeugnis erzählt und heute wollen wir richtig ins Studium einsteigen. Also, das sollte ich vielleicht vorweg sagen, ich sehe mich hauptsächlich als Lehrer, ja, ich kann gut Sachen erklären. Also wer jetzt vielleicht eine super Predigt erwartet hat, muss ich leider enttäuschen. Wir wollen das Wort studieren, ja, ich glaube, das brauchen wir auch. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht für den Vormittag, wo wir noch frisch sind, der was nicht ganz einfach ist. Ich denke, wir haben oft davon gehört, es wird um die Natur Jesu gehen. Und ich möchte gleich vorweg sagen, ja, das ist ein schwieriges Thema und ich habe das lange nicht angefasst. Ja, einfach weil ich viel darüber gehört habe und mir Sachen darüber nicht klar waren. Und ich würde es nicht präsentieren, wenn ich nicht absolute Klarheit darüber hätte. Und ich möchte das betonen, ja, ich habe wirklich den Anspruch, zu sagen, ja, dass dieses Thema verstanden werden muss, dass es verstanden werden kann. Und ich werde euch das heute präsentieren und ich würde mal vermuten, dass ihr so das noch nie gehört habt. Vielleicht schon, wer weiß. Aber ich habe viele Präsentationen mir darüber angeschaut von Leuten, die das wirklich studiert haben. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich ein richtiges Verständnis darüber geben möchte, soweit es offenbart ist. Ja, es gibt ja Bereiche, die sind nicht für uns offenbart, da sollen wir auch nicht spekulieren. Aber es ist ein wichtiges Thema und das müssen wir verstehen. Und wir werden auch gleich sehen, warum dieses Thema wichtig ist in Bezug auf Gerechtigkeit aus Glauben. Und ich habe es genannt, Jesu Natur. Eigentlich müsste man es nennen, Jesu Naturin. Weil schon dieser Titel ist ein bisschen irreführend. Und wir werden sehen, warum das so ist. Und wir studieren das alles, um wirklich zu verstehen, was Sünde ist. Denn wir brauchen eine richtige Diagnose, um das Problem beheben zu können. Und da Jesus unser Beispiel in allen Dingen ist, weil er einer von uns geworden ist in allen Dingen, müssen wir das Beispiel, das wir haben, gut kennen und verstehen, so dass wir wissen, woran wir sind mit unserem Problem und wie Gott es beheben möchte. Okay, also steigen wir ein. Jetzt nur zur Erinnerung, was ist das Evangelium? Paulus hat gesagt in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist was? Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Der Gerechte wird infolge vom Glauben leben. Jetzt, wenn dort steht, es ist Gottes Kraft zur Rettung, wovor brauchen wir Rettung? Von der Sünde. Das finden wir in Matthäus 1, 21, wo es heißt, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung von der Sünde. Und dafür ist Jesus gekommen. Jetzt ist es interessant in diesem Abschnitt hier in Matthäus 1, dass es noch weitergeht, wo es heißt, dieses alles aber ist geschehen, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Jetzt eine Frage. Wie kann es sein, dass er Jesus genannt wurde? Sie hat auch einen Auftrag bekommen, hier den Namen Jesus zu geben. Aber warum ist das eine Erfüllung davon, dass er den Namen Emmanuel bekommt? Ist das nicht ein Widerspruch? Er soll Emmanuel heißen und jetzt erfüllt es sich, dass er Emmanuel heißen soll und er wird Jesus genannt. Das könnte ja wie ein Widerspruch aussehen. Aber wir
sollen das zusammenbringen und verstehen, dass er uns nur retten konnte, indem er einer von uns wurde. Deswegen widersprechen sich diese Namen nicht, sondern wir müssen sie in Harmonie miteinander sehen. Um uns von unseren Sünden zu retten, musste er Emmanuel werden, Gott mit uns. Und dass er uns rettet, dafür steht der Name Jesus. Und wie er Gott mit uns wurde oder einer von uns, also Mensch wurde, das wollen wir uns anschauen, denn das hängt unmittelbar mit der Art und Weise zusammen, wie er uns rettet. Jetzt, was ist denn Sünde? Wenn wir davon lesen, dass wir von den Sünden gerettet werden sollen, wir kennen alle diese Verse in 1. Johannes 3, ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Und ihr wisset, dass er erschienen ist, um die Sünden wegzunehmen. Ja, also er rettet uns wirklich von unseren Sünden. Das bedeutet, er nimmt die Sünden weg. Dann heißt es weiter, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kindlein, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Also, was bedeutet Gerechtigkeit aus Glauben? Es bedeutet Recht tun aus Glauben. Das ist das Ziel, wohin Gott uns bringen möchte, dass wir auch wirklich das Rechte tun. Denn nur der Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Das heißt, die Sünde ist das Unrechte zu tun und die Rettung soll uns dahin bringen, nicht mehr das Unrechte zu tun, sondern das Rechte zu tun. Im großen Kampf 489 lesen wir, durch Mängel im Charakter versucht Satan, sich des ganzen Gemütes zu bemächtigen und er weiß, dass es ihm gelingen wird, wenn diese Mängel gepflegt werden. Deshalb ist er ständig bestrebt, die Nachfolger Christi mit seinem tödlichen Scheinbeweis zu täuschen, dass es ihnen unmöglich sei, zu überwinden. Habt ihr das schon mal gehört? Wir können hier sicher sein, dass wer immer eine solche Aussage trifft, dass wir ja eh nicht überwinden können, dass er nur diesen tödlichen Scheinbeweis, diese Lüge von Satan wiedergibt. Und das muss uns bewusst sein, dass gerade die Nachfolger Christi damit konfrontiert werden. Und er sagt es, beständig bestrebt die Nachfolger Christi genau in diesem Punkt zu täuschen. Satan ist der Vater der Lüge und ein Mörder von Anfang an. Und er weiß, dass er unsere Vernichtung herbeiführen kann, wenn er uns glauben lässt, dass wir nicht überwinden können. Das ist der erste Schritt, dass ich schon mal annehme, okay, es ist möglich zu überwinden. Wie das genau geht, das ist Teil unseres Studiums, aber es ist möglich. Jetzt in The Faith I Live By 114 finden wir folgendes Zitat. Christus kam in die Welt, um der Lüge Satans entgegenzuwirken, dass Gott ein Gesetz gemacht habe, das die Menschen nicht halten könnten. Die Menschlichkeit auf sich genommen, kam er auf diese Erde und zeigte durch ein Leben des Gehorsams, dass Gott kein Gesetz gemacht hat, das die Menschen nicht halten können. Er hat gezeigt, dass es für den Menschen möglich ist, dem Gesetz vollkommen zu gehorchen. Diejenigen, die Christus als ihren Erlöser annehmen und an seiner göttlichen Natur teilhaben, werden befähigt, seinem Beispiel zu folgen und im Gehorsam gegenüber jedem Gebot des Gesetzes zu leben. Also wir sehen ganz klar, dass Jesus genau dafür gekommen ist, nämlich zu zeigen, dass es möglich ist für uns, dem Gesetz vollkommen zu gehorchen. Und also stellt euch vor, Satan hat ja Gott angeklagt, dass sein Gesetz nicht zu halten ist. Und er hatte ziemlich lange ein gutes Argument. Ja, denn über tausende Jahre hinweg gab es nur Sünder. Paulus schreibt, alle haben gesündigt. Und so hatte Satan ein gutes Argument. Ja, also die Mehrheit war sozusagen auf seiner Seite. Aber es musste nur einmal ein Mensch kommen, der das widerlegt. Und damit ist Satans Lüge aufgeflogen. Und
Es zeigt dir aber auch, dass es eine Bedingung gibt, dieses göttliche Gesetz vollkommen zu halten. Nämlich in der Mitte heißt es, diejenigen, die Christus als ihren Erlöser annehmen und an seiner göttlichen Natur teilhaben, werden befähigt, seinem Beispiel zu folgen. Also hier müssen wir den ersten Unterschied machen, der ganz wichtig ist. Nur diejenigen, die Teilhaber seiner göttlichen Natur werden, können überhaupt das Gesetz halten. Alle, die das nicht erfahren haben, können nicht das Gesetz halten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir schon mal diesen Unterschied sehen. Also Satan hat insofern recht, ja, dass die Menschen das Gesetz nicht halten können, die nicht Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Damit hat er recht. Aber Christus hat es möglich gemacht, er hat einen Weg gefunden, sodass wir in den Zustand versetzt werden können, in dem wir wieder das Gesetz halten können. Dafür ist er gekommen, um das möglich zu machen. Ja, genau. Also ursprünglich können wir das Gesetz gar nicht halten. Wegen unserer sündigen Natur, die wir sehen werden. Jeremia 13, 23, dort heißt es, kann ein Mohr seine Haut wandeln, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die an Böses tun gewöhnt seid. Also genauso wie es in der Natur des Leoparden liegt, nun mal diese Flecken zu haben, genauso liegt es auch in unserer Natur, das Böse zu tun. Und genauso wie der Leopard sich da nicht ändern kann, genauso wenig können wir uns auch da ändern. Aber müssen wir dahin kommen, das Böse sein zu lassen und das Richtige zu tun? Haben wir ja gerade gelesen. Das heißt, es muss eine Veränderung stattfinden, aber wir können diese Veränderung nicht bewirken, genauso wie der Leopard seine Flecken nicht ändern kann. Das ist auch nochmal ausgedrückt in Römer 8, Vers 7. Da heißt es, denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und sie kann es auch nicht. Also diese Gesinnung des Fleisches, ja, das ist mit der Natur gemeint, die das Gesetz Gottes nicht halten kann. Es heißt, sie wird niemals dem Gesetz Gottes untertan sein. Und wenn sie niemals untertan ist, was heißt es? Was wird sie immer tun? Jetzt in dem Begriff von untertan und wer ist über dem Untertan? Der Herrscher. Das heißt, diese Gesinnung des Fleisches wird immer herrschen. Die Sünde wird immer herrschen. Sie lässt sich nicht untertan machen. Das geht per Definition nicht, steht hier. Ganz wichtig, dass wir das begreifen. Wir lesen das auch nochmal von Ellen White in Glauben und Werke 135. Dem Sünder war es unmöglich, das Gesetz Gottes zu halten, das heilig, gerecht und gut ist. Doch als dem reuigen, vertrauenden Menschen die Gerechtigkeit Christi verliehen wurde das Unmögliche möglich. Ja, also genau dieser Gedanke. Ursprünglich können wir das Gesetz wirklich nicht halten. Aber Christus kann etwas in unserem Leben tun. Ja, und diese Gerechtigkeit ist diese göttliche Natur, die er uns verleihen muss. Und dadurch wird das Unmögliche wieder möglich. Noch ein Zitat aus Patriarchen und Propheten, 351. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, es konnte den Menschen nicht rechtfertigen, weil er in seiner sündigen Natur das Gesetz nicht halten konnte. Also was ist hier der Grund, weshalb der Mensch das Gesetz nicht halten kann? Seine sündige Natur. Wir werden noch auch heute Nachmittag näher darauf eingehen, ja, weil viele das in der Erklärung zu kurz sind in ihrer Definition und sagen, ja, wir haben ja immer eine sündige Natur, bis Christus wiederkommt, ja, und können ja trotzdem das Gesetz halten. Das heißt, die sündige Natur kann nicht die Ursache dafür sein, dass wir sündigen, ja, sondern wir können uns trotzdem entscheiden, das Richtige zu tun. Aber diese Erklärung kommt zu kurz. Und das ist genau jetzt der Grund, weshalb wir uns mit der Natur Jesu zuerst beschäftigen, denn wenn wir die richtig verstehen, dann können wir das auch in Bezug auf uns richtig verstehen. Also erstmal, selbst wenn wir das vielleicht nicht verstehen und alles zusammenbringen können,
Ja, lasst uns das so annehmen, was da steht, und trotzdem alles in Harmonie miteinander bringen. Also, in Römer 3, ja, diese Verse kennen wir, wo es heißt, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich, Otterngift ist unter ihren Lippen. Was ich euch zeigen möchte, ist diese sündige Natur, von der wir sprechen, diese fleischliche Gesinnung. Das ist etwas, was wir von Geburt an haben. Wir kommen nicht gerecht auf diese Welt. Im Psalm 58, 3 bis 4 heißt es, abgewichen sind die Gesetzlosen von Mutterschoße an. Es irren von Mutterleibe an die Lügenredner. Gift haben sie gleich Schlangengift wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt. Seht ihr die Parallele? Ja, es ist praktisch im Neuen Testament und im Alten Testament. Und jeder Mensch ist ein Lügner. Seit wann? Von Geburt an. Ja, vom Mutterleibe an. Das ist unsere Natur. Im Psalm 51 heißt es, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Und deswegen sagt Jesus natürlich in Johannes 3, Vers 5, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes gehen. Deswegen brauchen wir eine neue Geburt, weil die erste Geburt, was wir dort sind, kann nicht in das Reich Gottes. Erst die Natur, die durch eine Neugeburt kommt in der Bekehrung, das kann dann in das Reich Gottes eingehen. Jetzt lesen wir aus dem Bibelkommentar 311. Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen Flecken der Sünde an sich zu haben. Er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er konnte fallen und er fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit innewohnenden Neigungen zum Ungehorsam geboren. Also jeder einzelne Mensch seit Adam, der geboren wird, hat es angeboren, Neigungen zum Ungehorsam in sich zu haben. Im Weg zu Christus, Seite 44, wird es so ausgedrückt. Adam hätte vor dem Fall durch Gehorsam dem göttlichen Gesetz gegenüber ein gerechtes Wesen ausbilden können. Es gelang ihm jedoch nicht. Durch seine Sünde sind nun auch wir gefallen und können uns nicht selbst gerecht machen. Da wir unter der Sünde stehen und der Heiligkeit mangeln, sind wir nicht fähig, dem Gesetz vollkommenen Gehorsam zu leisten. Hat sie nicht in dem Zitat vorhin gesagt, dass Christus aber dafür gekommen ist, um zu zeigen, dass das doch möglich ist, dass wir jedem Gebot folgen können, dass wir vollkommenen Gehorsam haben können? Hatten wir vorhin gelesen in dem Zitat. Deswegen ist er gekommen, um genau das möglich zu machen. Aber hier steht wieder ganz klar, was wir geerbt bekommen von Adam, das ursprüngliche Leben, mit dem wir auf die Welt kommen, ist gar nicht fähig, dem Gesetz vollkommen Gehorsam zu leisten. Da muss etwas geschehen mit uns. Noch ein Zitat aus Science of the Times, 13. Februar. Als der Mensch sündigte, war der ganze Himmel von Kummer erfüllt. Denn durch das Ergeben der Versuchung wurde der Mensch zum Feind Gottes, zum Teilhaber der satanischen Natur. Also erinnert euch, wir müssen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Weil ursprünglich sind wir jetzt Teilhaber der satanischen Natur. Und was meint sie mit der satanischen Natur? Das erklärt sie jetzt. Das Bild Gottes, in dem er erschaffen worden war, war verunstaltet und verzerrt. Der Charakter des Menschen war unvereinbar mit dem Charakter Gottes. Denn durch die Sünde wurde der Mensch fleischlich und die fleischliche Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott. Sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und sie kann es auch nicht. Also mit der satanischen Natur meint sie ganz klar die fleischliche Gesinnung. Also unsere eigene Gerechtigkeit, unseren Charakter, unser Herz. Und dann heißt es, für die Engel schien es keinen Ausweg für den Übeltäter zu geben. Weil, was haben sie gesehen? Sie haben gesehen, dass sich der Mensch in der tiefsten Natur verändert hat, sodass er jetzt eine andere Natur hatte. Wie soll er jetzt jemals das Gesetz wieder halten können?
Seine Natur kann es nicht mehr hervorbringen. Und für die Engel war unbegreiflich, wie das gelöst werden könnte. Denn sie hätten jetzt eigentlich nur noch der Vernichtung gegenübergestanden. Nun heißt es weiter, es sei denn, es könnte ein Weg gefunden werden, wie seine Übertretung begnadigt, seine Natur erneuert und sein Geist wiederhergestellt werden kann, um das Bild Gottes zu reflektieren. Also was ich möchte, dass wir verstehen von dieser Natur, von der hier wir reden, ist das Herz. Die Bibel und auch Ellen White nennt es eine Natur. Aber wir reden hier nicht von per se der menschlichen gefallenen Natur. Die verändert sich ja nicht in der Bekehrung, die bleibt absolut gleich. Die verändert sich nicht bis zur Wiederkunft. Trotzdem müssen wir verstehen, dass das, was da verändert werden muss, unsere Natur ist, die wir nicht selber ändern können. Dahin kommen wir jetzt, ja? Aber was ist mit Jesu Geburt? Denn Jesus, wissen wir, hat er jemals gesündigt? Nein. Also, wenn er diese fleischliche Gesinnung, wie wir gehabt hätten, ja, diese satanische Natur, von der wir gerade gelesen haben, dann hätte er gar nicht anders können, als auch zu sündigen. Haben wir ja gelesen, ja? Wer diese fleischliche Gesinnung hat, ja, der kann gar nicht anders, weil er ist in Gefangenschaft der Sünde. Also er konnte nicht mit der fleischlichen Gesinnung kommen. Das werden wir jetzt sehen, okay? Also, Lukas 1,35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Wir werden jetzt sehen, es gab einen Unterschied zwischen Jesus und uns. Ja, das Heilige bezieht sich nur auf ihn. Kein Mensch hatte so eine Geburt wie er. Lesen wir nochmal aus dem Bibelkommentar, jetzt etwas größerer Zusammenhang. Sie sagt, sei sorgfältig, äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst. Stelle ihn den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar. Also das, womit wir geboren werden, hatte Jesus nicht. Er ist der zweite Adam. Der erste Adam wurde als reines sündloses Wesen geschaffen, ohne auch nur einen Flecken der Sünde an sich zu haben. Er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er konnte fallen und er fiel durch Übertretung. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit innewohnenden Neigungen zum Ungehorsam geboren. Doch. Was heißt das Wort doch, wenn ihr das seht? Aber im Kontrast dazu, ja, jetzt kommt ein anderer Gedanke. Das heißt, ja, alle bis jetzt wurden mit innewohnenden Neigungen zum Ungehorsam geboren, aber jetzt kommt ein Unterschied. Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur auf sich und wurde in allen Dingen versucht, wie die menschliche Natur versucht wird. Er hätte sündigen können, er hätte fallen können, aber keinen einzigen Augenblick war in ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Da ist ein Unterschied. Ja, wir werden damit sogar geboren. Jesus musste aber einen Unterschied haben, damit er uns überhaupt retten konnte. Wenn er wirklich genauso gewesen wäre wie wir, dann wäre er genauso ein Sünder und genauso verloren wie wir. Ja, wenn wir alle im Schlamm stecken, ja, wir brauchen Hilfe von außen. Jemand, der uns helfen kann. Jemand, der im selben Problem sitzt wie wir, kann uns nicht helfen. Naja, wir werden das jetzt sehen. Er hatte die gleiche Natur. Genau darauf will ich hinaus. Ja. Ja, sie sagt Propensities und so weiter. Naja, naja, es kommt ja noch einiges. Ja. Aber immer gerne Fragen und so weiter. Vielleicht auch, wenn dann am Ende noch Fragen sind, ja, können wir sehr gerne das dann noch machen. Okay, aber schauen wir uns das mal weiter an.
Ja, genau. Dann machen wir das, dann schreibt euch die Fragen auf oder ihr behaltet sie, wie ihr wollt, und dann können wir das sehr gerne noch machen. Also, das ist dasselbe Zitat noch, das heißt weiter, seine Geburt war ein Wunder Gottes. Denn, so sagte der Engel, darum wird auch das Heilige, was von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Diese Worte beziehen sich auf kein einziges menschliches Wesen, sondern auf den Sohn des unendlichen Gottes. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er das Heilige genannt. Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart ist, ist für uns und unsere Kinder. Doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind, denn das kann nicht sein. Ja, also bei irgendeinem Punkt müssen wir aufpassen. In irgendeinem Punkt dürfen wir ihn nicht zu sehr auf unsere Ebene ziehen, denn sie sagt ganz klar, es kann nicht sein, dass er ganz und gar menschlich war. Jetzt, wir werden Zitate lesen, ja, wo das ein scheinbarer Widerspruch zu sein scheint. Und deswegen meine ich, es ist so, deswegen habe ich dieses Thema lange nicht angefasst, ja, weil diese Widersprüche für mich nicht klar waren. Aber ich hoffe, dass wenn wir jetzt da durchgehen, dass es am Ende klar wird. Also schauen wir uns das mal an. Römer 1, Vers 3. Betreff seines Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Also was hier ausgedrückt wird, ist, Jesus wurde geboren, wie jeder von uns geboren wird. Er hatte dieselbe Erbschaft, ja, sein Vorfahre Davids wird genannt, und er ist nach dem Fleisch gekommen und hat natürlich auch das geerbt, was wir alle erben. In Philipper 2, 7 und 8 heißt es, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Mensch geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze. Also jetzt sehen wir mal die Zitate, wo es wirklich heißt, dass er uns wirklich gleich geworden ist. Er hat unser Fleisch. Was für ein Fleisch? Gefallenes Fleisch, vollkommenes Fleisch, heiliges Fleisch, sündiges Fleisch. Kann man jetzt auch noch fragen, ja, das steht jetzt hier noch nicht so genau. Römer 8, 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch straflos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleische verurteilte. Also machen wir uns keine Illusion. Er nahm unsere menschliche Natur auf sich, und zwar die gefallene, sündige menschliche Natur. Genauso eine, wie wir auch haben. Hier auch nochmal aus dem Leben Jesu, Seite 33, ja, wo ausgedrückt wird, dass er die gefallene menschliche Natur 4000 Jahre nach dem Fall angenommen hat und all diese Schwächen mit sich aufgenommen hat. Ja, sie sagt, nach dem Gesetz der Vererbung hat er das angenommen. Mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. So, gehen wir nochmal zurück zu Römer 1, was wir gerade gelesen haben. Betreff seines Sohnes, der hervorgegangen ist nach dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen als Sohn Gottes. Ja, also auf der menschlichen Seite hat er alles angenommen, was wir Menschen haben. Aber er war natürlich auch der Sohn Gottes. Beide Aspekte sind wichtig. In Matthäus 16 kennen wir die Geschichte, wo die Jünger zu ihm kommen, oder er fragt zuerst seine Jünger, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen bin? Ja, also er identifiziert sich mit der Menschheit und sagt, ich bin der Sohn des Menschen. Und er fragt sie, was sagen denn die Menschen über mich, wer ich bin? Sie sagten etliche, Johannes der Täufer, Elias, Jeremias und so weiter. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und natürlich ist beides wahr. Er war gleichzeitig Sohn des Menschen und Sohn Gottes. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man ein Sohn von etwas ist, dann erbt man ja die Natur. Ja, also Gott hat am Anfang ein Gesetz gegeben,
ja, das alles nach seiner Art hervorbringen soll. Ja, das ist ein Gesetz. Das heißt, vom Menschen bekommt er die Natur des Menschen, aber von Gott bekommt er die Natur Gottes. Er kam damit schon auf die Welt. Und dann heißt es noch, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Also das ist wirklich ein Thema, wo wir Gott bitten müssen, dass er uns das durch seinen Geist offenbart. Jetzt, wie ist das zu verstehen? Wir haben ein tolles Beispiel im Alten Testament im Heiligtumsdienst, in dieser Stiftshütte. Wir lesen das mal. Leben Jesu, Seite 13. Durch Mose befahl Gott den Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. In diesem Heiligtum, mitten unter seinem Volk, ließ er sich nieder. Während der gesamten beschwerlichen Wüstenwanderung war das Sinnbild seiner Gegenwart stets bei ihnen. Ebenso, also auf die gleiche Art und Weise, schlug Christus seine Hütte inmitten der Wohnstadt der Menschen auf. Er errichtete sein Zelt gleichsam neben unseren Zelten, um unter uns wohnen und uns mit seinem göttlichen Wesen und Leben vertraut machen zu können. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also was uns hier gesagt wird, ist, dass das Heiligtum im Alten Testament eine bildliche Lektion dafür ist, wie Christus auf die Erde kommen würde. Jetzt, wie war das Heiligtum? Woraus war es hergestellt? Was hat Gott verlangt? Es war aus irdischen Materialien. Und woher kam das ganze Gold, das Metall, das sie verwendet haben? Wo hatten sie das alles? Woher kamen sie? Woher sind sie gerade geflohen? Aus Ägypten. Ägypten steht wofür? Also nichts steht mehr für die Knechtschaft der Sünde als Ägypten. Ja? Das heißt, mit diesem Gold und mit den Materialien von der sündenverfluchten Erde, was vergänglich ist, ja, was dem Fluch unterliegt, was irgendwann vergehen wird, sodass Gott eine neue Erde schaffen muss. Aus diesen Materialien, hat Gott gesagt, sollen sie eine Wohnung bauen. Aber was wohnte in diesem Heiligtum? Die Gegenwart Gottes. Die Schekina, ja, wie wir auch sagen. Die heilige, unendliche, buchstäbliche Gegenwart Gottes wohnte in diesem Tempel aus sündigem Material. Und das ist, also es gibt wahrscheinlich kein besseres Bild für Jesus, der auch ein Tempel wie wir hatte. Ja, unser Körper ist ja der Tempel. Und es ist sündiges, gefallenes Fleisch, genauso wie diese Stiftshütte, die sie bauen sollten. Aber in diesem Tempel, was soll dort wohnen? Die göttliche Natur. Das heißt, wir haben es mit zwei Naturen zu tun, die wir unterscheiden müssen. Und solange wir diesen Unterschied nicht sehen, werden wir verwirrt bleiben über die Natur Jesu. Wir müssen diesen Unterschied machen. Jesus war Menschheit und Gottheit vereint. Und das möchte er auch für uns, denn er ist das Beispiel für uns in allen Dingen. Okay, gehen wir mal zu Hebräer. Da wird das ja auch sehr ausführlich behandelt, das Thema. Hebräer 1 betont sehr seine Gottheit und in Hebräer 2 schwenkt es dann darüber hin, seine Menschlichkeit zu betonen. Und in Hebräer 2, Vers 14 heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an demselben teilgenommen. Ja, also es wird wieder betont, dass er wirklich dasselbe Blut und Fleisch hatte und es auch in der gleichen Art und Weise bekommen hat wie wir, nämlich durch Geburt. Bibelkommentar 468 sagt noch, er wurde ohne einen Makel der Sünde geboren, aber er kam auf die gleiche Art und Weise in diese Welt wie die menschliche Familie. Er besaß nicht eine bloße Ähnlichkeit eines Leibes, sondern er nahm die menschliche Natur auf sich und hatte Anteil am Leben der Menschheit. Also wenn es um den menschlichen Teil geht, den auch er bekommen hat, ist da nicht der geringste Unterschied zwischen ihm und uns. Dann heißt es weiter, Vers 16 und 17 in Hebräer 2,
Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern des Sohnes Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Also wieder wird betont, dass er in allen den Brüdern gleich wurde. Jetzt das Wichtige ist, dass hier steht, ja, dass er nicht in allen, per se allen Menschen gleich geworden ist, sondern da steht, er ist den Brüdern gleich geworden. Jetzt ist die Frage, okay, warum diese Einschränkung und was ist mit diesen Brüdern gemeint? Im selben Kapitel, kurz vorher in Vers 11, kommt die Erklärung. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Um welche Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen? Also wer ist der, der heiligt? Das ist Gott oder Jesus. Ja. Wer sind die, die geheiligt werden? Das sind die Brüder hier, ja. Die nennt er Brüder. Das sind die, die schon geheiligt werden. Und wer ist das? 1. Korinther 6, 11, dort heißt es, und solches sind euer etliche gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Also die, die geheiligt werden, das sind die, die schon die Bekehrung hatten, ja, das sind die, die schon gerechtfertigt worden sind, die schon die Neugeburt hatten. Das sind die Brüder. Warum? Weil sie jetzt Söhne Gottes geworden sind. Sie sind Kinder Gottes geworden. Und nur wenn man in derselben Familie ist, dann kann man auch Bruder sagen, richtig? Deswegen heißt es hier, als auch die, welche geheiligt werden, sie sind alle von einem. Also Jesus, der heiligt, und seine Brüder, die geheiligt werden, sind jetzt von einem Ursprung, von einem Vater. Sie gehören jetzt zur selben Familie. Und mit diesen Menschen ist wirklich Jesus in allen Dingen gleich. Sie haben beide die gefallene menschliche sündige Natur, aber in beiden ist jetzt auch die göttliche Natur. Ja, der Sinn Christi, deine Gesinnung. Die Gesinnung des Fleisches ist weg und sie haben die Gesinnung Christi. Seine Natur, die jetzt in diesem Sündentempel wohnt. Denn das ist das Entscheidende, um die Sünde nicht zu tun. Jesus hat das gezeigt, ja, dass die menschliche Natur nicht das Ausschlaggebende ist, aber sobald man mit der göttlichen Natur verbunden ist, dann kann man das Gesetz halten. Also wir haben es mit zwei Naturen zu tun. Lesen wir das mal im Bibelkommentar 567. Er nahm unsere sündige Natur auf seine sündlose Natur, damit er wissen konnte, wie er denen helfen kann, die versucht werden. Also hatte Jesus eine sündlose Natur? Ja. Hat er eine sündige Natur? Ja. Das kann man nur verstehen, wenn man begreift, dass wir es mit zwei Naturen zu tun haben, die verbunden sind. Sehr wichtig, das zu verstehen. Das Leben Jesu, Seite 500. Als sie, das spricht von den Jüngern, als sie ihn, Menschen unter Menschen, in seiner Erniedrigung erlebten, vermochten sie noch nicht das Geheimnis seiner Fleischwerdung und die zwei Seiten seiner Natur, im englischen Original heißt es, den dualen Charakter seiner Natur, zu begreifen. Ihre Augen waren gehalten, sodass sie die Gottheit in menschlicher Gestalt nicht völlig erkannten. Ja, wieder dualer Charakter seiner Natur. Zweifach. Ja, ja. Deswegen habe ich noch mal genauere Übersetzung dazu genommen. Okay, Bibelkommentar 291. Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria in die göttliche Natur umgewandelt? Nein. Die beiden Naturen, oder man könnte sagen, ja, im Englischen schreibt sogar the two natures, also die zwei Naturen, waren geheimnisvoll in einer Person vereint. Im Namen Jesus Christus. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Als Christus gekreuzigt wurde, war es seine menschliche Natur, die starb. Die göttliche Natur verschied nicht und starb nicht. Das wäre unmöglich.
gewesen. Die war verborgen in Gott. Genauso wie das auch bei uns ist, wenn wir die göttliche Natur haben und wir sterben, ja, das ist das, was überlebt, verborgen in Gott, so dass wir wieder auferstehen, genauso wie Christus auferstehen konnte. Also, 2. Petrus 1, Vers 4 sagt ganz klar, durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr in der Welt durch die Lust herrschen, verderben und entflohen seid. Also, ursprünglich haben wir nicht die göttliche Natur, aber wir sollen sie bekommen. Und das spricht hier von der Bekehrung. Und der Punkt ist, Christus kam damit schon auf die Welt. Er brauchte keine Bekehrung, er brauchte keine Wiedergeburt, denn er hätte das Gesetz ja gar nicht halten können, wäre er nicht schon damit auf die Welt gekommen. Aber der Punkt ist, nur weil man jetzt Teilhaber der göttlichen Natur geworden ist, heißt das ja nicht, dass man nicht mehr sündigen kann. Wir werden immer noch genauso versucht, wie auch Jesus sein ganzes Leben versucht wurde. Das heißt, die Bekehrung ist dazu da, so eine Umwandlung in uns stattfinden zu lassen, dass wir überhaupt erstmal in die freiheitliche Lage versetzt werden, das Gesetz überhaupt halten zu können. Aber dann ist es immer noch unsere Entscheidung. Wir sind jetzt frei. Es ist ja jetzt kein Automatismus, so als ob Gott jetzt der neue Herrscher ist, der uns jetzt zwingt, das Richtige zu tun immer. So ist Gott nicht. Satan ist so ein Herrscher, der uns zwingt, sogar die Sünde gegen unseren Willen zu tun. Aber wenn Gott uns einmal frei gemacht hat, sind wir frei. Nämlich das Gesetz zu halten. Amen. Auch Adam hat gesündigt, obwohl er nicht die sündige Natur hatte. Haben wir vorhin gelesen, er wurde rein geschaffen. Das heißt, die sündige Natur, mit der wir auf die Welt kommen, ist nicht der einzige Grund, weshalb man in Sünde fallen kann. Ja, selbst wenn die weg ist, gibt es noch genug andere Gründe. Ja, aber das können wir später studieren, wenn wir dazu kommen. Der Punkt ist, solange wir das noch nicht haben, können wir gar nicht anders als sündigen. Und erst wenn wir die göttliche Natur haben, haben wir die Möglichkeit, überhaupt jetzt in Freiheit zu handeln. Aber versucht werden wir noch immer unser ganzes Leben lang, ja, der Kampf hört nicht auf. Ja, das habe ich ja vorhin gezeigt, ja, in den Versen Psalm 51. Also es ist ein Unterschied zur Erbsünde, weil, also Erbsünde, die klassisch heißt, dass wir schuld sind für das, was Adam getan hat. Ja, als ob wir für das schuld wären, was Adam getan hat, sind wir nicht. Das ist ein Unterschied. Aber wenn wir verstehen, dass Adams Natur gefallen ist und dass er sein Nachkommen nichts anderes vererben konnte, als was er hatte, dann haben wir, unser Staat ist sozusagen in einer Natur, die erstmal das Gesetz nicht halten kann. Das ist das Problem. Aber Christus hat ja sofort auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir frei werden können, wenn wir uns für ihn entscheiden. Ja, deswegen gibt es keine Entschuldigung. Deswegen können wir nicht sagen, ja, es ist ja unfair, dass ich jetzt damit geboren werde, weil Christus auch sofort die Lösung bereitgestellt hat. Genau. Das war natürlich durch das Gebet seiner Mutter. Ja, die Mutter hat ja auch eine wichtige Rolle. Und das ist auch eine schöne Verheißung, ja, dass man schon für das Kind im Mutterleib beten kann, ist aber trotzdem nochmal was anderes, als vom Heiligen Geist gezeugt zu sein. Ja, das ist ein Unterschied. Also lesen wir mal aus Christus ist Sieger. Wir können tatsächlich an der göttlichen Natur Anteil bekommen. Wir werden auf verschiedene Weise versucht. Doch wenn wir versucht werden, sollten wir immer daran denken, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir überwinden können. Wer wahrhaft an Christus glaubt, bekommt Anteil an Gottes Natur und hat eine Kraft, die er in jeder Versuchung einsetzen kann. Also seht ihr, das ist etwas, was man auch noch einsetzen muss. Ja? Also wir haben einen Teil zu tun, und zwar beständig. Das ist kein Automatismus. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, aber wir müssen es jedes Mal bewusst in Anspruch nehmen, wenn die Versuchung kommt. Vorausgesetzt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden.
Lesen wir noch ein Zitat aus den Fußspuren des großen Arztes, 184. Der Heiland nahm die Schwächen der Menschheit auf sich und lebte ein sündloses Leben, damit die Menschen nicht fürchten mussten, dass sie infolge der Schwachheit der menschlichen Natur nicht überwinden könnten. Christus kam, um uns zu Teilhabern der göttlichen Natur zu machen, und sein Leben bezeugt, dass die Menschheit mit der Gottheit verbunden nicht sündigt. Das ist die Voraussetzung. Das ist, was sein Leben bezeugt hat. Er kam schon so auf die Welt, dass er mit der Gottheit verbunden war, und deshalb konnte er überhaupt ein sündloses Leben führen. Und die Verheißung ist, dass wenn wir auch diese göttliche Natur bekommen, die er hatte, dass wir dann auch ein sündloses Leben führen können, so wie er. Denn dann ist es auch in uns erfüllt, dass die Menschheit mit der Gottheit verbunden ist. Und die Verheißung ist, dass das nicht sündigt. Das ist eine Verheißung. Und Christus kam, um uns das zu zeigen. Jetzt erinnert euch, Christus hat gesagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gehen. Also was ist mit unserem ersten Leben, das wir haben? Es kann nicht in den Himmel. Warum nicht? Weil es nicht gerecht ist. Und wenn es nicht gerecht ist, was ist es? Ungerecht. Nicht, weil wir etwas getan haben, sondern wegen dem, was wir sind. Jetzt, wir können nichts dafür, dass wir so sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass wir als Menschen auf die Welt kommen, die das Gesetz nicht halten können. Und dieses Leben, mit dem wir auf die Welt kommen, kann nicht in den Himmel. Deswegen müssen wir von Neuem geboren werden. Was bedeutet, dass eine neue Natur in uns geboren werden muss? Ja, also das ist nochmal ein Studium für sich, ja, wie das mit Kindern ist und in welchem Alter und wie jung, da muss man viele Unterschiede machen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass für das Kind das Leben der Mutter entscheidend ist. Ja, also ganz kleine Kinder, wenn die Mutter wirklich gläubig ist und bekehrt ist und für das Kind gebetet hat, werden durch die Mutter gerettet zum Beispiel. Das ist jetzt ein Aspekt, aber manche Dinge sind uns, glaube ich, auch bewusst jetzt noch nicht so ganz offenbart, dass das wird dann wirklich im Himmel klar sein. Ja. Genau, dazu kommen wir auch noch. Ja. Genau, dazu kommen wir noch, weil man ja denken könnte, jetzt hat er doch einen Vorteil gehabt, wenn er bei seiner Geburt das schon hatte, was wir nicht hatten. Ja, aber genau darauf werde ich noch eingehen. Und zwar jetzt. Also genau die richtige Frage gestellt. Also, in Hebräer 10, da fangen wir mal an, 5 und 7. Und wir machen das jetzt, um nochmal die Frage zu wiederholen, damit wir alle wissen, worum es geht. Wir haben jetzt gesehen, dass es einen Unterschied gab zwischen der Geburt von Jesus und unserer. Er kam schon als Teilhaber der göttlichen Natur auf die Welt. Wir bekommen das erst in der Bekehrung.
Er brauchte das nicht mehr in seinem Leben in dem Sinne, wie wir es brauchen. Denn wenn es nicht so gewesen wäre, hätte er selber sündigen müssen. So. Haben wir ja vorhin gelesen, weil die fleischliche Gesinnung dem Gesetz Gottes nicht untertan sein kann. Hätte er sie gehabt, dann hätte er es auch nicht haben können. Von welcher Natur sprichst du denn? Sprichst du von unserer menschlichen gefallenen Natur oder von der Gesinnung? Naja, aber wir haben ja gesehen, es gibt zwei Naturen. Das heißt, ich will jetzt wissen, von welcher Natur du sprichst, damit wir auf einer Ebene sind. Denn es ist einfach, wir haben ja gelesen, nochmal, um das zu sagen, wir haben ja gelesen, dass die fleischliche Gesinnung dem Gesetz Gottes nicht untertan sein kann. Ja, das steht da, richtig? Ja, egal welche Kraft. Naja. Ja. Genau, denn dann wir können auch gerne eine Frage-Antwort-Stunde oder so noch machen, genau. Ja, also ich muss vielleicht dazu sagen, ja, ich ja, also es ist auch ein Prinzip, ja, dass man jemanden sprechen lässt und dann zum richtigen Zeitpunkt, ja, zu dem Bruder geht, sagt, das und das war nicht richtig, ja, und also du kannst sehr gerne auch eine Präsentation darüber halten und dann vergleichen wir das. Jeder muss sich am Ende selbst seine Meinung bilden, ja, und ich denke, keiner wird dir verbieten, hier hinzukommen und auch dein Studium darüber. Ich denke, jeder kann dazu beitragen, dass wir davon profitieren. Ja, wenn wir zusammenkommen und studieren. Ja. Das heißt, ist aber wichtig, dass wir wirklich die Standpunkte erst des anderen verstehen. Das heißt, ich möchte wirklich, dass ihr versteht, was ich sage, und dann können wir arbeiten. Genau. Okay, also ich wiederhole nochmal meinen Punkt und dann können wir danach weiter reden. So wie ich das verstehe, wenn es heißt, dass die fleischliche Gesinnung dem Gesetz Gottes nicht untertan sein kann, dann gibt es keine Kraft, die sie untertan machen kann, ja, weil sie immer herrschen muss. Das steht da, ja, und daraus folgt für mich, dass wenn Jesus die fleischliche Gesinnung gehabt hätte, dann hätte er nicht dem Gesetz untertan sein können. Und deswegen durfte er sie nicht haben. Und das ist dieser Unterschied, von dem wir gelesen haben, wo Ellen White sagt, passt auf, Jesus ganz und gar menschlich zu machen, denn es kann nicht sein. Na, da war ein Unterschied. Nicht, was seine menschliche Natur angeht, sondern die göttliche Präsenz, die in dieser menschlichen Natur wohnt. So. Davon rede ich. Und nur dadurch war es ihm möglich, das Gesetz zu halten. Und auch erst, wenn wir das haben, ist es auch uns möglich, das Gesetz zu halten. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn es da diesen Unterschied gab bei seiner Geburt und er mit etwas auf die Welt kam, was wir nicht haben, könnte man dann nicht sagen, dass er einen Vorteil hatte? Wie kann er dann für uns ein Beispiel in allen Dingen sein? Wie kann er mich in meinem Zustand retten, wenn er das doch gar nicht erfahren hat, wo ich bin? Musste er nicht in allen Dingen mir gleich werden, um mich zu retten?
Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Und es ist sehr wichtig, dass wir das klären. Und das schauen wir uns jetzt an. Und es ist wunderbar, wie das geklärt wird. Also in Hebräer 10, 5 und 7 heißt es, darum, da er in die Welt kommt, von wem spricht es? Von Christus, er kommt in die Welt, spricht er, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Also das habe ich euch nur gezeigt, um zu sehen, dass es in Psalm 40 um Jesus geht. Ja, denn dieser Ausspruch, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, kommt aus Psalm 40. Das ist ein Zitat, das Paulus hier benutzt. Also lesen wir mal Psalm 40 und ich denke mal, wir kennen dieses Prinzip, dass eigentlich alle Psalme von der Erfahrung Christi sprechen. Ja, es gibt ja ganz bekannte wie Psalm 22, ja, die Jesus später wirklich erlebt hat. Also lesen wir mal Psalm 40 im Kontext. Dort heißt es, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich gewiss treten kann. Also Jesus war anscheinend auch in dieser grausamen Grube, in dem Schlamm, wie wir gleich sehen werden, der Sünde und musste gerettet werden. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, denn es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl, es haben mich meine Sünden ergriffen, dass ich nicht sehen kann, ihre ist mehr, denn der Haar auf meinem Haupt und mein Herz hat mich verlassen. Jetzt Jesus spricht ja hier von sich. Wie kann er sagen, meine Sünden? Hat er jemals die Sünde getan? Nein, er hatte keine Sünden. Und doch steht hier, meine Sünden. Und er musste aus dieser Grube der Sünde, ja, im Englischen Pit of Sin wird es auch genannt, musste er herausgezogen werden. Also wie kann das jetzt wahr sein, dass Jesus so von sich spricht? Die Antwort finden wir in Jesaja 53. Am Kreuz, also lange nach seiner Geburt, war es jetzt anders. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wisst ihr, wenn wir Christi Gerechtigkeit bekommen, dann ist das etwas Buchstäbliches, was wir dann besitzen. Es ist nicht von uns, wir hätten es niemals generieren können, deswegen ist es niemals von uns, aber es ist ein Geschenk. Und wenn ich ein Geschenk bekomme, dann ist es danach meins. Das müssen wir verstehen, das ist, was Christus uns gibt. Er gibt uns buchstäblich sein Leben, sein gerechtes Leben. Und genauso wie wir sagen können, dass das dann unsere Gerechtigkeit ist, die zwar nicht von uns ist, aber jetzt unseres, buchstäblich, Teilhaber der göttlichen Natur, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Genauso wie das dann unsere Gerechtigkeit geworden ist, so sind unsere Sünden zu seinen geworden. Unsere Sünden, das, was aus uns entfernt wurde und was vom Gesetz verurteilt ist, was sterben muss, per Definition, es ist schon verurteilt vom Gesetz. Das Leben, mit dem wir auf die Welt kommen, muss sterben. Die einzige Möglichkeit, die wir bekommen haben in der Gnadenzeit, ist, dass wir uns schon entscheiden zu sterben, bevor das Gericht kommt. Und im Austausch für unser altes Leben ein neues Leben zu bekommen. Das haben wir in Gottes Gnade bekommen, diese Möglichkeit. Sodass wir sein Leben bekommen und er unser altes Leben auf sich nimmt, das jetzt vom Gesetz gerichtet wird. Das hat er erfahren. Deswegen heißt es, die Strafe lag auf ihm. Weil er die Konsequenz der Sünde erfahren hat, die wir erfahren müssten, wenn wir nicht sein Leben anstatt unseres alten Lebens bekommen hätten. Deswegen hat er die Trennung von Gott erfahren. Deswegen hat er am Kreuz gesagt, mein Vater, warum hast du mich
verlassen, heißt es nicht, dass die Sünde eine Trennung macht zwischen uns und Gott. Christus ist nicht durch das Martyrium des Kreuzes gestorben. Er starb an einem gebrochenen Herzen. Die Sünde hat ihn umgebracht. Unsere Sünde, und zwar buchstäblich. Unsere Sünde ist zu seiner Sünde geworden, sodass er sagen konnte, meine Sünden. Ja, als er nach Gethsemane gegangen ist, hat er gesagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Und das war der Kelch, den er nehmen musste. Ja, das ist auch nochmal ein Thema, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Und er hat sich unter die Übeltäter zählen lassen, nicht einfach nur so getan, sondern weil er wirklich einer wurde. Nicht, weil er selber eine Übeltat begangen hat, sondern weil er unser Leben, unsere Sünde wirklich auf sich genommen hat. Genauso real, genauso buchstäblich, wie wir als gerecht geachtet werden und auch gerecht gemacht werden, wenn wir seine Gerechtigkeit annehmen. Und so wie wir vor ihm als gerecht dastehen, so stand er als Sünder da, obwohl er nicht gesündigt hatte. Und hat die Konsequenz davon auch noch ertragen, sodass wir sie nicht ertragen müssen. Das ist das Evangelium. Und der Punkt ist, dass Christus dort, in der ganzen Phase von Gethsemane bis zum Kreuz, in dieser Grube der Sünde war. Nicht, weil er die Sünde getan hat, sondern weil die Sünde der Welt auf ihn gelegt wurde. Und dass er Engweit schreibt im Leben Jesu, sein ganzes Leben lang hat er ja diese Verbundenheit mit Gott gemerkt. Er war im Heiligen Geist mit ihm verbunden, aber auf einmal merkt er, wie sich dieser Todesschatten über ihm legt, wegen der Sünde, die jetzt die Trennung zwischen ihm und Gott verursacht. Ja. Okay, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also, der Punkt ist, er musste in dieser Phase genau dasselbe durchmachen, was jeder Sünder durchmachen muss, der noch nicht die Bekehrung hatte, der auch in der Grube der Sünde ist und jetzt im Glauben zu Gott kommen muss und sagen, hilf mir hier raus, rette mich. Das heißt in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen besser, was das wirklich bedeutet. Das heißt, der Sünde sollte es der Tod, weil das Gesetz das Leben des Sünders fordert. Und sein Leben hat es gefordert. Jetzt verstehen wir vielleicht auch dieses Bild, das Jesus gebraucht hat, als er mit Nikodemus gesprochen hat. Gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Warum dieses Bild von der Schlange an diesem erhöhten Stab? Weil als Jesus ans Kreuz gegangen ist, er zur Sünde wurde. Ja, die Schlange ist ein Symbol für die Sünde, für Satan. Hebräer 5, Vers 7, dort heißt es, spricht von Jesus, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Oh, da fehlt ein E, ja. Um seiner Gottesfurcht willen. Also, das ist genau das, was jeder Sünder durchmachen muss, wenn er zu Gott kommt. Er ist dem Tod ausgeliefert und er kann sich nur auf Gottes Rettung verlassen. Und so sehen wir, dass Jesus wirklich in allem wie wir geworden ist. Dadurch, was er in Gethsemane auf sich genommen hat, bis zum Kreuz. Und er hat gesiegt. Und dadurch können auch wir aus diesem Zustand herauskommen. Also ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen dazugelernt haben, dass wir ein besseres Bild davon bekommen haben. Erstens, dass wir den Unterschied machen müssen zwischen zwei Naturen, die Jesus hatte und die demzufolge auch wir haben. Also wenn
Adam, fangen wir mal da an. Adam wurde sowohl mit einem perfekten Körper, mit einer perfekten menschlichen Natur geschaffen, aber auch sein Charakter war im Ebenbild Gottes. Ja, es war alles perfekt. Als Adam gefallen ist, war beides sündig. Sein Charakter war nicht mehr im Ebenbild Gottes. Wir haben gelesen, er konnte jetzt das Gesetz nicht mehr halten. Er ist Teilhaber der satanischen Natur geworden. Und natürlich war auch sein Körper jetzt unter die Sünde gefallen. Und alle seine Nachkommen können nur das erben, was er hat. Haben wir ganz klar gelesen. Aber als Christus kam, hat er zwar auch auf der menschlichen Seite dieselbe Natur mit all ihren Schwachheiten, die gefallene menschliche Natur, wir haben gelesen, es ist auch eine sündige Natur, auf seine sündlose Natur genommen. Denn er kam nicht, wie alle anderen Nachkommen Adams, mit einem gottunähnlichen Charakter auf die Welt, sondern er kam im Ebenbild Gottes auf die Welt. Er war der Sohn Gottes. Er kam mit der Gesinnung Christi schon auf die Welt und nicht mit der fleischlichen Gesinnung. Denn hätte er die fleischliche Gesinnung gehabt, dann wäre er wirklich in allem so gewesen wie jeder Mensch, der auf die Welt kommt, und dann hätte er kein Erlöser sein können. Das heißt, da war dieser Unterschied. Und wir bekommen diese Gesinnung Christi, dass wir auch wieder Teilhaber der göttlichen Natur werden in der Bekehrung, während genau wie bei Christus unsere menschliche Natur genauso sündig und gefallen bleibt wie vorher. Denn die ändert sich erst, wenn er wiederkommt und unsere Körper verwandelt werden. Und dieses ganze Studium hilft uns zu begreifen, und darüber werden wir heute Nachmittag noch mehr sprechen, dass Sünde eben nicht einfach nur unsere Entscheidung ist. Es ist nicht einfach unsere Handlung und wir können uns einfach trotz unserer Natur entscheiden, das Richtige zu tun. Jetzt, wir werden sehen, Entscheidung, unser Wille spielt eine essentielle Rolle. Wir müssen den richtigen Gebrauch unseres Willens verstehen. Aber wenn man dann gleichzeitig sagt, Sünde ist nicht unsere Natur, dann kommt die Erklärung zu kurz. Wir müssen verstehen, dass auch die Gesinnung des Fleisches, unser böses Herz, auch als Natur bezeichnet wird. Und nur wenn wir das verstehen, können wir anfangen, die Lösung zu erkennen, die wunderbare Lösung, die Gott bereitet hat, nämlich dass unser alter Mensch stirbt und unser Schöpfer unser neues Herz schaffen kann. Und das brauchen wir. Amen. Dann lasst uns zum Abschluss noch beten. Unser himmlischer Vater, Herr, wir haben gelesen, dass nur du durch deinen Geist diese Dinge offenbaren kannst. Und ich bitte dich, Herr, dass die Worte, die ich gesprochen habe, kein Hindernis sein mögen, dass dein Geist wirken kann, sondern dass du sie gebrauchen mögest, jedem Einzelnen dieses Thema, Herr, was unseren Verstand zu übersteigen scheint, klar machst. Menschliche Weisheit kann das nicht erklären, Herr, aber wir haben dein Wort, dass wir Dinge lernen, Herr, die für uns so unnatürlich sind. Aber Herr, du kannst uns begreiflich machen und das wollen wir in Anspruch nehmen. Das heißt, wem es an Weisheit mangelt, der erbitte sie und er wird sie bekommen von dir. Und so erleuchte unseren Verstand, öffne unser Herz für das, was du uns sagen möchtest, dass wir wirklich erkennen, wie du unser Vorbild warst und was mit uns geschehen muss, Herr, damit wir mit dir in Übereinstimmung sein können. Wir danken dir, Herr, dass du das tun möchtest, bitten dich jetzt weiter um deinen Segen und die Führung durch deinen Geist. Und wir loben und preisen dich für dies alles in deinem Namen. Amen.